Ich habe einen neuen spannenden Fall. Ich soll in der Philharmonie einen Stachel finden. Stachel klingt für mich nicht ganz ungefährlich, aber ich bin vorbereitet. Der Bogen, der ist ja ganz schön spitz, ne? Wie so ein Stachel. Hast du mit dem eigentlich schon mal jemanden gepikst? Ganz selten. Ich habe mal meinen Nachbarn gepikst, als ich zu nah dran kam, aber normalerweise nicht. Da sind ja Pferdehaare. Ja. Was sind das eigentlich für Pferdehaare? Das sind Haare von sibirischen Hengsten. Und warum jetzt nicht von afrikanischen Stuten? Ja, weil in Sibirien ist es ja sehr kalt. Und da sind die Haare dann einfach viel dicker und das braucht man, damit die Haare gut greifen. Das heißt, es ist also wichtig, dass die Saiten so richtig Griff haben. Was passiert eigentlich, wenn die Saiten keinen Griff mehr haben? Das würde dann so klingen. Was macht man jetzt, damit der Bogen wieder gut klingt? Dann gibt es hier etwas, das nennt sich Kolophonium. Sieht dann so aus. Mit Stacheln hat das jetzt erstmal nichts zu tun. Der riecht nach Tannennadeln. Das ist das Harz, was aus der Tanne oder aus einem Nadelbaum gewonnen wird. Und dann hauche ich das so ein bisschen an. Und dann streiche ich es auf den Bogen. Ist hier irgendwo eine Mücke? Ein Stachel? Nee, Juri, das ist das Kolophonium. Und dann ist es auf dem Bogen drauf und dann klingt das halt schon mal ganz anders. Sag mal, wenn der Bogen jetzt irgendwann mal total ausgeleiert und ausgelutscht ist, kann man dann trotzdem noch Kontrabass spielen, oder? Man kann auch damit pitzen. Das macht man auch. Also pitzen heißt dran zupfen an der Seite. Das hat richtig den Groove. Du, ehrlich gesagt, ich suche hier ja einen Stachel. Sag mal, die Ecke hier, die heißt nicht zufällig Stachel, oder? Nein. Und an deinem Bogen, dies hier vorne, ist das ein Stachel? Leider auch nicht. Das ist leider nur die Spitze des Bogens. Gut. Naja. Also, vielen Dank. Und dann versuche ich mal, meinen Fall woanders zu lösen. Dank dir. Stachel. Irgendwo muss es hier doch einen Stachel geben. Das klingt wie eine Biene oder sowas. Oder eine Hummel. Eine Hornisse. Irgendwas mit einem Stachel. Mit dir. Ich dachte, du bist vielleicht eine Biene oder eine Hummel oder sowas. Nein, ich bin Sehi. Ich spiele das Cello hier im OPL. Ah, okay. Sag mal, das Cello. Ja. Das ist ja aus Holz, ne? Genau. Aus was für einem Holz ist das eigentlich? Ist es vielleicht aus so einem Kaktusholz oder einem Rosenholz oder irgendeinem Stachelholz? Nein, überhaupt nicht. Also die Decke des Cello
ist aus Fichtenholz und die Saiten oder Zargen sind aus Buchenholz. Und der Saitenhalter ist aus Buchsbaum. Warum ist ein Cello aus so vielen unterschiedlichen Hölzern gemacht? Also ein weiches Holz klingt ganz anders als hartem Holz. Also nur wenn die Hölzer optimal aufeinander abgestimmt sind, entwickelt das Cello seinen herrlichen Klang. Und diese Löcher hier, das sieht ja ein bisschen aus wie ein S. Sind das vielleicht Stachellöcher? Nein, die sind F-Löcher. So hatte man früher ein F geschrieben. Und wozu braucht man jetzt F-Löcher? Also das Klang des Cello, den herrlichen Klang, kommt raus hierher. Aha. Aus dem Klang, ja. Und was passiert, wenn man die zumacht? Also lass uns mal ausprobieren. Also komm mal hierher dann. Okay. Ein Moment. Experiment. Achtung. Wow. Nochmal. Er macht ja einen Hammerunterschied. Großer Unterschied. Oh, aber sag mal, hier unten. Das sind doch 100% die Stachel, oder? Nein, das sind keine Stachel, sondern das sind kleine Schrauben. Mit denen wir können die Saiten ganz fein stimmen. Okay. Och Mensch, sehe, ich weiß jetzt auch nicht mehr weiter. Das Loch, die Saiten, es muss doch irgendwas Stacheliges hier sein. Genau. Guck. Das? Ja, ich zeige dir. Hier habe ich den Stachel für dich. Das? Das ist ein Stachel? Genau. Oh. Und warum heißt das Ding Stachel? Also wozu braucht man das? Weil früher, wenn wir Cello spielen wollten, zwischen Beine geklemmt oder auf einem Hocker gestellt. Aber das war nicht optimal für den Klang. Deshalb wurde der Stachel erfunden. Achtung, oh. Pass auf. Oh. Sehr gefährlich. Aber damit habe ich endlich mein Rätsel gelöst. Du hast mir so geholfen, Sehe. Freue mich ja. Vielen Dank. Sehr gerne. Tja, der Fall wäre gelöst. Eine Leichtigkeit für mich. Sowohl Celli als auch Kontrabässe haben einen Stachel. Und wie schön diese Instrumente gemeinsam klingen, das hört ihr jetzt. Thank you.